sind jetzt auch in einer Arbeit und einer Schaffensperiode, die anders ist, im Sinne von, dass wir, was Anna gesagt hat, dass wir das Glück haben, relativ schon jung im Vergleich zu anderen Architekten die Chance zu bekommen, dass wir bauen. Wir bauen jetzt ununterbrochen seit 1989 und sind zeitweise in dieser Beanspruchung und in dieser hohen Belastung, die das nach sich trägt, zeitweise auch visuell ausgelaugt. Und darum über jede, sagen wir, Strategie froh, wo man wieder zur Architektur zurückfindet. Also, und es ist für uns, wir sind diese privilegierten Situation, sind wir uns sehr wohl bewusst, es wird auch eurer Situation sehr wohl bewusst sein gegenüber euren Kollegen und Studenten, Freunden, Studentenkollegen im Ausland, also im EU-Raum oder wo sonst, weil da hat die Schweiz nach wie vor eine außerordentliche Position. Auch außerordentliche Mittel. Und unser Wohlstand erlaubt uns, dass wir auch hier jetzt so sprechen und dass wir so anwesend sind und dass wir hier anwesend sind. Und doch sind wir durchaus hoffnungsvoll, aber im Sinne auch, dass mit einem gewissen Egoismus sich das einrichten und herausnehmen will mit dem zunehmenden Alter, was man gerne machen möchte.